Oh, wer ist denn das da drüben? Habe ich hier noch nie gesehen. Mit Sicherheit nicht aus der Gegend. Kann nicht mehr laufen. Ich falle. Oh nein! Eilen wir zur Hilfe! Ein herumschwirrendes Pandia. Was macht das denn hier? Es ist aufgewacht. Wo bin ich? Das ist das Haus von Mike. Wir nutzen es auch als unsere Retterteambasis. Oh, seid ihr etwa diejenigen, die mich gerettet haben? Vielen Dank. Ah, da musst du uns doch nicht bedanken. Ich möchte viel lieber wissen, was dir passiert ist. Also, mein Name lautet Pandir. Ich bin ein Reisender. Ich komme in der Welt herum und bestaune die unterschiedlichsten Orte und Pokémon. Auf einer dieser Reisen hörte ich Gerüchte über ein mythisches Pokémon. Ein mythisches Pokémon? Ja, genau. Ist das nicht aufregend? Seitdem reise ich in der Hoffnung umher, diesen mythischen Pokémon zu begegnen. Doch bisher erfolglos. Letztendlich war ich vor Erschöpfung so wackelig auf den Beinen, so wie immer. Da muss ich umgekippt sein. Ich gebe meine Suche auf. Ich kann einfach nicht mehr. Jetzt warte doch mal. Willst du wirklich einfach so aufgeben? Ich bin an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Wenn ich mich zwinge, weiterzumachen, werde ich nur erneut zusammenbrechen. Und das kann nicht gesund sein. Bitte, ich möchte, dass ihr das hier annehmt. Was ist das denn? Was ist das? Eine Klarfeder. Eine Klarfeder? Ja, ich habe sie auf meinen Reisen gefunden. Es handelt sich dabei um eine Art durchsichtige Feder. Aber wenn man sie hochhält, etwa so? Seht ihr? Je nach Lichteinfall schillert sie in vielen Farben. Auf den ersten Blick hatte ich sie einfach nur für eine hübsche Feder gehalten. Doch dann habe ich einige Nachforschungen angestellt. Es scheint, dass sie irgendwie mit dem mythischen Pokémon zusammenhängt. Mehr konnte ich darüber leider nicht in Erfahrung bringen. Es war sehr enttäuschend, aber ich gebe auf. Pika erhält die Klarfeder von Pandia. Also dann, ich mach mich jetzt auf. Hey, ist das alles in Ordnung? Du bist ja immer noch ganz wackelig auf den Beinen. Oh nein, wenn ich gehe, sieht das immer so aus. Tschüss. Das stimmt. Eine Klarfeder. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es damit auf sich hat. Aber dieses mythische Pokémon hat dein Interesse geweckt, habe ich recht? Das Beste wird sein, wir fragen Xatu. Er weiß vielleicht etwas darüber. Xatu sollte sich an der höchsten Stelle der Riesenschlucht befinden. Statten wir ihm einen Besuch ab. Das machen wir demnächst bald in irgendeiner Folge. In dieser Folge nicht. Das ist eine weitere Quest, so wie mit Kyogre gibt es mehrere Quests. Und währenddessen wird Pandya hier stehen. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dem mythischen Pokémon zu begegnen. Ich bin an meine körperlichen Grenzen gestoßen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja. Und ich merke gerade, knuddel auf irgendwas. Hört mal alle her! Die Rettungsorganisation hat verkündet, dass es neue Camps geben wird. Und dieses Mal kostenlos. Die Kosten übernimmt nämlich die Organisation. Hurra! Ich kann es kaum erwarten, mit den Camps durchzustarten. Tada! Was haben wir bekommen? Das. Das Camp Südinsel wurde eingerichtet. Glückwunsch! Gebt bei den Rettungsaufträgen euer Bestes, versprochen. Deine Mitschreiter können sich nun im Camp Südinsel nieder. Okay. Das Camp sagt mir gerade irgendwie nichts. Okay. So, ich habe auch mal diesen einen Wasserdungeon von vor ein paar Folgen gemacht. Währenddessen hier diese eine Quest noch geschafft mit 125 Punkten. Das ist ziemlich viel, wie man sehen kann. Das habe ich gemacht, weil ich jetzt am Ende nochmal zwei Entwicklungssteine bekommen habe, die ich jetzt benutzen möchte für Pikachu, bis endlich zu Raichu wird. Was? Am nächsten Morgen. Unglaublich früh am Morgen. So früh, dass noch alle schlafen. Was ist das? Was?
Was passiert da draußen? Dieses Geräusch! Nähert sich da etwas? Was war das denn? Was ist da gerade passiert? Irgendwas ist mit irrsinniger Geschwindigkeit vorbeigeflogen. Es scheint Richtung Nordkent zu fliegen. Bin ich vielleicht müde? Es ist ja so früh, ich schlaf lieber noch eine Runde. So viele Events auf einmal. Einige Stunden später. Hey! Hey Mike! Mike, aufwachen und mach schon, wach nicht auf! Ja, sorry, Bro. Mike, bist du wach? Auf dem Pokémon-Platz scheint es einen Tumult zu geben. Lass uns mal dorthin gehen. Mann, ich will doch nur entwickeln, Pikachu! Sieh mal, Mike, eine Versammlung! Ei, das habe ich nicht verdient. Das macht sich so unheimlich wütend. Was gibt's denn? Was es gibt? Wie kommst du nur darauf, dass es etwas gibt? Mein schöner Laden. Meine ganzen Waren wurden gestohlen. Jemand hat einen Haufen TMs einfach so mitgelassen. Alle weg. Meine Bank ist verunsichert. Aber das ist alles sehr beunruhigend. Ist das Lager in Ordnung? Nichts passiert. Unter meinen wachsamen Augen kommt nichts weg. Eine Mutter wie ich lässt sich nicht so einfach austricksen. Willst du damit etwa andeuten, dass wir aus Unachtsamkeit beraubt wurden? Immer mit der Ruhe. Hast du den Dieb denn gesehen, Keklion? Gesehen? Naja, nicht besonders deutlich. Als ich ihn bemerkt habe, hat er schon abgehoben. Abgehoben? Du meinst, er ist weggeflogen? So ist es. Er ist in die Richtung dort weggeflogen. Und zwar mit geradezu wahnsinniger Geschwindigkeit. In diese Richtung also? Das wäre dann die Nordkette. Wir wissen nicht, um wen es sich bei diesem Dieb handelt. Daher sollten wir die Angelegenheit sehr gründlich untersuchen. Oh ja, bitte. Und der Gerechtigkeit willen. Um der Gerechtigkeit willen. Schließlich stehe ich kurz vor dem Ruin. Mike, sollen wir der Sache auf den Grund gehen? Ja, irgendwann. Die Nordkette. Ein andermal. Heute haben wir ganz andere Pläne. Das wollte ich nur kurz zeigen noch. Am nächsten Morgen. Hä, warum am nächsten Morgen? Okay. Lol. Vielleicht wegen Post oder so? Ich wollte jetzt eigentlich Pikachu schnell entwickeln. Guten Morgen, Mike. Es passiert so viel. Vielleicht splitte ich es auch auf zwei Folgen raus. Wie ich die drei Vögel besiege. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Ein Ticket. Zwei Loop-Tickets. Alles klar. Und das hier nehmen wir mal an, warum nicht? Okay. So, Leute, jetzt wird es endlich Zeit, Pikachu zu entwickeln. Wir brauchen nur ganz kurz Platz. Ich habe leider einen Mini-Beleber, sondern einen Team-Beleber-Orb verschwendet. Und das war sehr blöd. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, Leute. Ich kann es euch nicht sagen, okay? Warum habe ich ein Intensivticket schon im Inventar? Ich will die nicht hier in meinem Inventar haben. Dankeschön. Die hier brauche ich momentan nicht. Deshalb lege ich sie fürs Essen ab. So. Ich hole mir dann schnell die Steine ab. Meine kleinen Steinchen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Gibst du her. Perfekt. Also bei dem kann man jetzt keine Teams mehr kaufen. Bei dem hier. Mein schöner Laden, meine ganzen Waren wurden gestohlen. Bitte tut doch was, ich stehe kurz vor dem Ruin. Was? Aber ich dachte, du hast keine... Warum hast du denn noch Items? Okay. So, Pikachu, ich hoffe, du bist bereit. Von irgendwoher dringt eine Stimme. Ihr, die erwacht seid, dies ist die Glitzerhöhle. Möcht ihr euch entwickeln? Ja. Zu Raichu. Möchtest du 4 Entwicklungsgeoden einsetzen, um Pika zu Raichu zu entwickeln? Ja! Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Version zurückzukehren. Das ist eh zu overrated, Pikachu. Das Retterteam Halstuch geht bei der Entwicklung verloren. Ah. Passiert. Ihr, die ihr erwacht seid, euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung.
Die Erscheinung von Pika verändert sich. Oh, wir haben einen Raichu. Guck, wie cool das aussieht. Oh, es ist so toll. Ich liebe Raichu. Raichu ist toll. Oh, yeah. Das ist unser Team. Hm, was ist los? Na, jetzt haben wir 3 Quests auf einmal, Leute. Oh Gott. Und es gibt noch viel mehr. Oh, guck mal, wie es rennt. Das ist so cool. Okay, auf geht's zum Feuerberg. Now I'm ready. Die Nordkette freigeschaltet. I know. Wo ist der Donnerberg? Oh Gott, Himmel zum auch versus. Da überlege ich es mir. Ich glaube, das machen wir ein andermal. Das ist mir, glaube ich, zu krass dann. Egal, Feuerberg. Das ist unser Team. Warte. Warum habe ich kein Item? Moment. Okay, jetzt habe ich ein Item. Alles klar. Auf geht's. Wir spielen mal mit Zapdos währenddessen, auch wenn Raichu neu ist. Wir haben noch genug Zeit mit Raichu zu spielen, Leute. Oh, 8 KP Damage. Oh, ihr macht mir aber Angst. Bam, Antikra. Warum kann ich Antikra? Ist keine gute Attacke, oder? Also ich habe es immer als schlechte Attacke empfunden. Weiß nicht, wie ihr das seht, Leute. Wie lange geht der Feuerberg? Ich glaube 20 Dinger oder so. Naja, ich werde euch irgendwas reinschneiden, falls irgendwas Interessantes passiert. Halt! Dies ist der Gipfel des Feuerbergs. Es kann nur einen Grund dafür geben, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Ihr seid hier, um mich herauszufordern. So soll es sein. Ich bin Lava, die Verkörperung des Feuers. Ich werde mich nicht mehr zurückhalten. Habt ihr den nötigen Schneid, um mich zu besiegen? Dann beweist es. Letztes Mal war es eine komplette Katastrophe gegen dich. Doch diesmal wird es nicht mehr so laufen. Wir haben uns komplett entwickelt und haben Zapdos dabei. Also wenn wir es jetzt verkacken, dann sind wir es auch irgendwie schuld. Dann ist echt traurig. So, zuallererst darfst du schön ein Nickerchen halten, mein Freund. So, bam, bam. Und zapp's auch nochmal, zack. Sehr viel Damage macht das. Das ist, es erfreut mich sehr. Bam, oh verdammt. Zack, nice. Immer noch nicht aufgewacht, das ist gut. Immer noch nicht aufgewacht. Angriff! Schlammbart, zack. Okay, nice. Und er ist aufgewacht. Verdammt. Ah, wir haben vorhin so viel Damage gemacht. Nein. Feuerwirbel. Verdammt, ich werde sterben. Ich werde definitiv sterben. Okay, was haben wir denn noch so? Muss was Gutes, was Richtiges auswählen. Verdammt, was macht die Arena? Wäre Paralyse weg. Nein, das ist genau das, was ich jetzt gerade nicht brauche. Ah, verdammt. Okay, machen wir Konfusion. Zack. Akani. Ja, Akani hilft mir. Danke. Und wir machen so viel Damage. Mag wie so von hinten. Glut, Glut! Dankeschön! Perfekt! Angriff! Bam! Crit! Oh, das läuft wie geschmiert hier. Viel besser als der Zapdos-Kampf. Also nicht, dass der Zapdos-Kampf schlecht war. Nur, ihr seht, wie viel mehr Damage wir machen. Ach, ich bin labern und Blödsinn. Ja, komm. Bleib tot. Wir greifen einfach so an. Zack. Nice, paralysiert. Komm in unser Team, Lavados.
komm in die Gruppe! Du, du, du. Du, du. So, Zap, das muss uns mal nach vorne schubsen. Zack, nice. Ich müsste aber auch mal nach vorne. Kann ich hier so schräg? Oder ist da kein Platz? Ich muss versuchen. Da kommt er denn fertig? Antikraft. Verdammt, nein, ich Akani. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Akani. Ich wollte dich eigentlich behalten. Aua. Was soll das denn? Bam. So, lass mich ganz kurz ein Item einsetzen. Bitte nicht angreifen. Nein, nicht angreifen. No. Okay. Das schreit nach einem Teambeleber-Orb. Du, 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 du. Unser letzter. Ich hoffe, es war kein Waste. Akani lebt wieder. Und alle sind neben Lavados. Jetzt gibt's aufs Mull. Na komm, 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 komm. Greif einfach an. Bam! 100 Damage nochmal. Geschafft! Verdammt, war es das denn wert? Zur Sicherheit war es wert. Euer erbitterter Kampf hat Lavados deutlich gezeigt, wie mutig Team Epic ist. Und Lavados tritt nun unserem Team bei. AP Heilkraft. Yes! Zwei haben wir. Fehlt nur noch einer. Oh, so ein dummes Ticket, was niemand haben will. Ja, ciao. So, Akani, du kommst in so ein Team rein. Zack. So, kein Namen gerade für dich. Dito, danke, dass du mich über Romero gebracht hast. Hier hast du deine Belohnung. Perfekten Apfel und 75 Punkte, das hat sich nicht gelohnt. Egal. Zack. Immerhin etwas. Wir kommen dem Silberrang immer näher. So, Vulcano gibt mir 175 Punkte. Jo, das hat sich gelohnt. 175 Punkte. Oh, wir sind fast da, Leute. Am nächsten Morgen. Du, 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 du. Da, 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 da. Irgendwas Neues? Guten Morgen, Mike. Ja, schönes Raichu. Ach, es ist so toll. Wenn sie beide entwickelt. Das hat sich alles gelohnt. Du, 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 du. Dann nehme ich mal mit. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Wir kriegen zwei Opfer-Tickets, die niemand mag. Okay. Ihr wisst, es fehlt nur noch einer. Und Lavados ist gut gegen Arctos, denn Lavados ist Typ Feuer. Und Arctos Typ Eis. Oh, eine Einladung können wir wieder kaufen. Ich würde sagen, da schlagen wir zu, aber erstmal sehe ich dieses Angebot hier. Da schlage ich noch schneller zu. Eine Einladung kaufen wir aber sicherlich noch. Nice. Und dann kann es weitergehen. Auf zum Frostwald. Wo ist er denn? Wir haben schon vier Dinger hier. Gott. Da ist der Frostwald. Bis 14, ah, es geht ja schnell. So, Zapdos. Dich müssen wir kurz austauschen. Wo ist Lavados? Das finde ich jetzt nicht so toll, dass Lavados. Da. Zack. Komm her, mein Freund. Yes. Auf geht's! Dass ihr diesen eisigen Wald besucht, kann nur einen Grund haben. Ihr wollt mich herausfordern. Ich bin Arctos, der Hüter des Eises. Ich zwinge jeden, der in diesen Wald eindringt, mit voller Kraft in die Knie. Wer immer es auch sei. Na, das wollen wir doch mal sehen, du. Auch Lavados, ein Pokémon, was vom Typen her sehr effektiv ist gegen dich.
Ich denke mir wohl kaum. So, du kriegst es erstmal mit mir zu tun, mein Freund. Du kriegst erstmal den Schlafzweig. Schön schlafen. Lavados kann schön erstmal eine Feuerattacke einsetzen. Ditto, warum machst du das? Moment mal. Ich hab doch, ist doch sehr effektiv. Feuerwirbel. Moment. Welche Attacken sind am stärksten von mir? Da muss ich kurz nachschauen. Welche Attacke ist am stärksten? Luftschnitt. Alles klar, Luftschnitt am stärksten. Ich jetzt trotzdem mal Feuerwirbel an, obwohl kann ich von hier aus angreifen? Ich glaube nicht. Da muss ich dann ganz kurz ein wenig näher rankommen. Ist er gerade am Schlafen, wollte ich sagen. Allerdings ist gerade eben wieder aufgewacht, was nicht so toll ist. Nein, Stollerack, lass mal. Jetzt reift es an! Verdammt! Was? Ich bin. What? One hit? Ich muss Item besetzen. Zack! Warum mache ich auf einmal so wenig Damage? Das habe ich ganz. Warum mache ich allgemein so wenig Damage? Ich will mal mit einer Feuerattacke ausprobieren. Moment. Nein, bitte nicht killen. Oh Gott. Nein, schütze dich. Ich will eine Feuerattacke einsetzen. Das muss doch sehr effektiv sein. Ja, es macht schon mal nicht schlecht Damage. Zack. Bam. Oh, nice. Paralysiert. Das ist gut. Das ist super. Das ist super. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist nice, nice, nice. Wir können gut angreifen hier. Feuerwirbel. Zack. Okay, nice. Oh, jetzt machen wir wieder schön Damage. Oh, so wollte ich das haben. Keifel macht auch sehr viel mit. Das finde ich sehr toll. So, wir probieren mal Antikraft aus. Nochmal, wie viel macht das jetzt im Vergleich? Oh, es macht sogar mehr. Okay, ich habe nichts sagen wollen. komm. Besiegt Arctos. Wir wollen Arctos im Team haben. Von den drei legendären Vögeln ist Arctos eh mein Liebling, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, ich mag es einfach von allen am meisten. Irgendwie. Ohne wirklichen Grund. Oh, Ditto. Ich muss Ditto eigentlich wiederbeleben, Leute. Es ist Ditto, Leute. Ich muss. Es ist ein Ditto. Ich kann auch Ditto nicht sagen, nein. Knospi. Aber ich habe keine Samen mehr. Komm, mach einfach. Ist egal. Stolrak, komm. Nee, du doch nicht mehr. Voll gemein irgendwie, aber... Ich muss hier meine Prioritäten setzen, wen ich hier beleben will, wen nicht. Insgesamt schon mal drei Belebersamen verwenden müssen. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Verdammt, nein! Ich wollte gerade was... Ja, komm, heilen wir uns. Wir können es uns gönnen. Wer? Knospi? Ich hole mir Knospi ein andermal. So. Lavados, ich muss auch kurz beleben. Zack. Und ganz schnell. Nein, nicht mit dir. Mit. Bisaflor. Erstarr. Zack. Paralysiert. Und niemand greift an. Alles klar. Greif an. Warum greift niemand mehr an? Greift doch an, Leute. Oh Mann, was ist denn das hier? Wo bin ich gelandet? Reflektor, verdammt. Nein, warte. Lavados hat Push, deshalb setze ich das mit Reitschuh ein. Erstarrzweig! Zack! Nein, warum? Oh, schöne Eisenverschwendung. Danke, Lavados. Mistkerl, stirb! Bam! Nochmal, bam! Er lebt immer noch, komm schon! Geh down! Was, warum mache ich nur 5 Damage? Oh, nicht Blizzard! Oh, verfehlt! Oh mein Gott, wir können so vom Glück sprechen gerade. Okay, ich setze sie mal kurz zuweisen. Und, Gott, nein, schaut euch das mal an. Ich hatte so viele Samen. Ich hatte sowas gekauft im Kekligon-Shop und dann... Ach, verdammt. Das
kriegst du noch zurück. All Ausweichorb. Nice. Okay. Lieber einen Stein schmeißen, als nicht anzugreifen, würde ich sagen. Okay. Okay. Angriff. Nice. Gewonnen. Yes. Der Blick. Euer erbitterter Kampf hat Arktos deutlich gezeigt, wie krass Team Epic ist. Und Arktos schon so ein Team. AP Heilkraft, wow. Epic! Jetzt hätten wir noch Groudon und Rayquaza vor uns, aber wir werden in der nächsten Folge was anderes machen und nicht zu Groudon gehen. Nein. Oh, Ditto, bitte, ich will Ditto. Was? Nein, ich kann Ditto gar nicht. Nein, das habe ich nicht gecheckt. Oh no. Okay, komm. Ich hoffe, die Belohnungen waren es wert. Oh, nur 75 Punkte, komm schon. Es muss reichen. Oh, warte, einen hatte ich noch, ne? Yes. Bitte, wie viel? Yes, Leute, Silberrang. Yes. Babadababadabam, Silberrang. Keine Schwäche zeigen, Leute. Verfügbare Plätze im Camp von 11 zu 14. Anzahl annehmbarer Aufträge von 24 zu 32. Anzahl zusammenstellbarer Teams 4 von 5. 4 zu 5 meine ich. Und Kapazität der Sammelbox von 40 zu 48. Eine weitere Seite, glaube ich, ist das dann. 5 Belieber-Orbs. Yes. Okay. Und hier sehen wir schon unseren Grad zum Goldrang. Das ist doch nicht alles. Mediti ist tief beeindruckt und tritt Team Epic bei. What? Also wenn das nicht heute eine krasse Folge war, dann weiß ich auch nicht. Lasst heute ein Like da. Oh yeah. Am nächsten Morgen. Ja, nichts Besonderes. Okay. So, wir gucken noch ganz kurz, bevor ich die Folge beende, ob wir neue Post bekommen. Also wenn es euch gefallen hat, Leute, ne? Ein Like würde mich freuen, Abo wäre noch toller. Und das Video teilen wäre am tollsten. Okay. Haut rein, Leute. Ciao.